Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Grüß Gott hier zur Halbzeitpressekonferenz im Marionettentheater auf der Eulenwiesen. Ich darf zunächst einmal vorausschicken, dass wir uns sehr, sehr freuen, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht so in der Thematik sind, wir sind seit 2018 hier für den Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest verantwortlich und unser Auftrag endete mit der Wiesn 2023. Es gab dann in diesem Jahr im Frühjahr ein neues Vergabeverfahren, das wir Gott sei Dank für uns entscheiden konnten. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Veranstalter, namentlich Clemens Baumgärtner als Referent des Referats für Arbeit und Wirtschaft, für das erneut ausgesprochene Vertrauen für die nächsten 4 Jahre Wiesn. Auch möchte ich vorausschicken, dass ich nicht vorhabe, heute hier Rekorde zu verkünden. Insofern kann ich meinen Vorrednern nur beipflichten. Rekorde sind in unserem Business ja auch immer negativ. Wir haben viel Arbeit, vielen Leuten geht es schlecht und der Veranstalter findet es in der Regel auch nicht toll. Insofern kann ich mich diesem Trend hier nur anschließen. Ja, die Aufgaben des Sanitätsdienstes waren und sind ja die Erstversorgung von kleineren Verletzungen und Erkrankungen. Das hat sich dann in der Nach-Corona-Zeit ein bisschen umgekehrt. Das Ziel, die Intention war primär mal, die Kliniken, die Klinikinfrastruktur und die Rettungsdienste zu entlasten. Stay and play war angesagt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auf der Sanitätsstation möglichst umfassend zu behandeln und sehr, sehr früh und sehr, sehr viel ausgiebig zu diagnostizieren. Das war auch in diesem Jahr tatsächlich wieder unser Ziel, weshalb es auch in diesem Jahr wieder ein CT gab, einen Computertomographen im Servicezentrum, um eben bei verletzten Personen, bei kopfverletzten Personen sehr, sehr schnell eine potenzielle Gehirnblutung auszuschließen. Gleichwohl waren wir auch wieder rund um die Uhr im Einsatz. Das entlastet das Ganze tatsächlich, weil wir natürlich immer in den späten Abendstunden noch sehr, sehr viele Patienten bei uns in der Überwachung liegen haben, die ausnüchtern müssen, die überwacht werden müssen, bis sie wieder fit sind, bis man sie wieder auf die Straße schicken kann. In den früheren Jahren wurde die Sanitätswache dann immer geräumt. Da kamen dann also 5 bis 10 Krankenwagen und haben einen nach dem anderen weggefahren. Dadurch natürlich Transportkapazitäten wieder belegt und Klinikplätze belegt, sinnloserweise. Das machen wir seit einigen Jahren nicht mehr und können diese Situation damit auch entsprechend entspannen. Zum Verlauf, wir hatten ein eigentlich einsatzreiches erstes Wochenende, das aber auch weit entfernt davon war, ein Rekordwochenende zu sein. Die Werktage Montag bis Donnerstag in der ersten Woche waren dann wirklich sehr, sehr ruhig. Wir sind natürlich trotzdem gefordert worden, weil bei uns die Einsätze dann immer in Einsatzspitzen zum Schankschluss natürlich alle parallel und gleichzeitig auftreten. Und wenn Sie dann 2, 3 auch tatsächlich lebensbedrohliche Patienten gleichzeitig im Akutraum liegen haben mit dem ganzen Personal, das Sie dann auch natürlich versorgen muss, dann kommen Sie also schon nahe an Ihre Grenzen. Nichtsdestotrotz konnte aktuell alles gut abgearbeitet werden. Der vorgestrige Freitag war dann, wie wir es erwartet haben, wieder sehr, sehr einsatzstark. Das gleiche gilt für den gestrigen Samstag. Da waren es insgesamt 517 Patienten, die nochmal auf die Uhr kamen. Aktuell mit Stand heute 0 Uhr, also der Samstag ist mit dabei, der Sonntag jetzt noch nicht, haben wir 3026 Patienten insgesamt versorgt. Das macht gegenüber der Zahl von 2023 einen Rückgang von 11%. Also im Endeffekt das, was die Polizei und auch die Feuerwehr hier festgestellt hat. 2023 waren es 3390 Patienten. Unsere Wiesentragen sind 991 Mal aufs Festgelände ausgerückt und haben nicht gehfähige Patienten, verletzte, erkrankte Patienten in die Sanitätswache transportiert. Und was für uns immer sehr wichtig ist, ist die sogenannte Transportquote, also wie viele Patienten, die bei uns in der Behandlung sind, müssen tatsächlich in die Klinik transportiert werden. Das haben wir letztes Jahr am Ende mit ca. 3% abgeschlossen. Wir sind dieses Jahr knapp unter 2%, also wir haben es geschafft, auch diese Quote noch zu senken und hier auch zu einer Entlastung des Gesundheitssystems in München weiterhin beizutragen. Insgesamt haben wir 530 Einsatzkräfte im Einsatz über die Wiesn insgesamt, nicht gleichzeitig natürlich, 55 Ärzte sind dabei
Und an Spitzentagen, wie es gestern einer war, ist die Sanitätswache mit ca. 140 Personen besetzt, die die medizinischen Notfälle hier auf dem Festgelände abarbeiten. Ja, so viel von mir. Herzlichen Dank.